Und dann haben wir noch die Hütchen. Ja, die Hütchen. Ja? Die Hütchen nutzen wir auch immer sehr gerne für Laufbewegungen. Jetzt haben wir heute eine Übung gesehen, wo die Spieler vom Netz starten und dann rückwärts weglaufen. Das gilt einfach nur als Positionierung, dass sie wissen, dass sie vorne stehen bleiben sollen. Und so hat man als Trainer halt den Beobachtungsfaktor, dass sie nicht zu früh loslaufen, dass man dann wenigstens noch korrigieren kann. Mhm. Weil wichtig in der Übung ist ja die Rückwärtsbewegung und nicht das Zuspiel. Der Weg zum Ball ist wichtig und dafür braucht man halt immer wieder Fixierpunkte. Mhm. Prima. Du musst nur da und dann zurück und dann baggerst du den Ball rüber. Und sobald sie anfängt zu baggern, darfst du loslaufen und zu baggern. Wir bleiben auf der 3-Meter-Linie, okay? Nee, du musst nur zurück dahin, da werfe ich den Ball jetzt hin. Okay? Versuchen wir mal. Eins, genau. Zwei, genau. Wir baggern nur. Ja? Okay. Und du musst jetzt den Ball immer in der Hand haben. Wenn der Ball weg ist, dann bist du dran, einen reinzukommen. Genau. 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 So, andere Seite auch. Da kommt der Ball. Komm, Michel. Komm, Hepp. Ich muss Hepp sagen, ne? So.